erstmal die Mähne kämmen, ne? Ein bisschen Wasser in der Fresse. Jo, erstmal Zähne putzen, ne? Boah, jetzt geht's hier erstmal raus. Jo, mies Moos, ne? Peace Pose. Moin. Tag kann starten. Ich hab jetzt erstmal ein bisschen gechillt. So, ich fahr jetzt erstmal in den Skatepark. Dann gehe ich wahrscheinlich in die Bib. Und es ist richtig schönes Wetter. Das macht mich richtig happy, ey. Ja, ne, dann machen wir das doch einfach mal so. Wo liegt denn das Problem, ne? Wenn man da Lust drauf hat, dann macht man das. Steht alles unter Wasser. Hier wäre die Straße eigentlich. Ihr habt jetzt gut hier, ne? Das stimmt natürlich. Sind auch Fische drin. Also da vorne wäre, glaube ich, so der See. Und der ist so ein bisschen übergeschwammt hier. Steht einfach alles unter Wasser jetzt. Na gut. Jo, geile Sache, ne? Ganzen Spielplatz habe ich jetzt für mich alleine, ne? Wieder auf Farbe, ne? Practice. Ich bin ganz entspannt, ne? Peace. Ich muss echt sagen, ich fange an, mich ganz langsam in diesen Ort hier so zu verlieben. Stehen überall Palmen rum, hier ist gutes Wetter, hier hat die Library bis 9 Uhr auf. Das ist ein guter Vibe, gefällt mir. Strom. Ich bin ja gerade dabei, mal meinen Speicher so ein bisschen sauber zu machen. Dafür gibt es aber hier den Adobe Media Encoder. Der rechnet uns dann schön einmal die ganzen Videos runter. Das sind vielleicht dann nur noch 20% der Daten. Auch was ganz nice ist, Premiere Pro Projekte. Man kann hier über Datei, Projektmanager, kannst du hier die Sequenzen auswählen und eine Kopie erstellen. Und er kopiert quasi auch nur die Clips, die verwendet werden. Wasser! Hallo! Was gibt's heute? Erstmal Nudeln, Penne und dazu ein bisschen Gemüse und diesen Schinken hier. Noch einen neuen Saft gekauft. What is the name of the New York Street? Yeah, it is. If you
talking like economics, also like 10 ist es. No. 10. Und was haben wir hier? Wo ist denn die Uhr jetzt? Jetzt ist 10:01. Also. Ja. Ja, hier habe ich heute geschlafen. Ich glaube da vorne. Da wohnt der gute Max. Das ist Visitor Parking, ne? Boah, ich fühle mich richtig matschig. Gestern habe ich mich beim Skaten ein bisschen verletzt. Ich bin voll auf meinen Arm gefallen. Ich kann es eigentlich gar nicht benutzen. Das ist meine rechte Hand. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwierig es ist, so zu leben, Mann. Das macht dir die einfachsten alltäglichen Dinge kompliziert. Ist auch eine neue Herausforderung für mich, im Auto zu leben, mit der Arm irgendwie so angekratzt. Jo, ist wie es ist, ne? Kannst du jetzt auch nicht mehr ändern. Man muss gucken, wie man das Beste draus macht. Ich wollte euch noch von gestern Abend erzählen. War ganz verrückt, auf einmal ich höre so, irgendjemand sagt so, Digga, deutscher Urinstinkt. Digga ist ja jetzt kein australisches Wort, so, wo kommt denn das her? Ich drehe mich so um, ich guck so. Und ich war so, nochmal? Was heißt denn das jetzt? Und dann war das ein Deutscher. Ich kannte den sogar, den habe ich mal in Melbourne kennengelernt, so den guten Max. Jetzt sind wir noch in eine Bar gegangen, das war richtig absurd irgendwie. Haben wir da, weiß nicht, einfach ein bisschen drinnen gechillt, die Musik war voll abgekratzelt, so. Ich habe mal einfach von UFO was angemacht, war ganz lustig. Soweit so fruchtig, meine lieben Freunde. Du schaust mich an. Crumb-Fischfilet. Jetzt neu im Kühlregal. Und dann haust du die einfach in die Dings da, oder? Nein. Ich mach dann. Okay. Dann so. Okay. Mach mal einfach mal ein bisschen. Ja, super. Zwischenzeit kannst du hier so ein bisschen abwaschen, wenn du willst. Nö. Easy. Geht in der Bums hier auf. Hier ist die Terrasse. Stehen einfach mal Palmen hier rum, ne? Bisschen so auf der Terrasse, in der Terrasse. Und hier hat sich der gute Junge seine Smokerbank hingestellt. Das ist aber ein Dübelchen, ne? Ja, manchmal ein Dübelchen. Ein Ball, ne? Der Guy Pierce. Hier ist Dad's Birthday and Amanda's Birthday. 1998. 98? Die ist ja alt. Ach, nee, 88. Ja gut, das ist Grundschule hier, ne? 6x6, oder? Aber krass, dass sie das aufbewahrt hat, so, ne? Borrow Camera for Holidays. Buy Train Ticket. Media Essay Psycho Die Draft. Also die war auf jeden Fall, hatte Media, Italian und English. Vielleicht war es sogar College.
gekritzelt, ey, hier ist Henry. Hat sie auch an mich gedacht. Henry und Simone, oh, da hatte sie einen Crush vielleicht. Henry CV Gloves, Simona Lisu. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Das Leben von Simona Luzzi. 1993. Steht noch ganz viel Krempel rum, ne? Irgendwie so ein Ventilator, Kalender, irgendwas. Hier haben wir eine kleine Verarztung durchgeführt des Handgelenks von ihm hier. Läuft. Hier ist Klopapier, noch Tape drüber. So isst man sein Essen, das ist der Vibe. Schweizer Taschenmesser und Gabel. Heute die Mülleimer entdeckt. Ja. Ja. Samstag, 1 Uhr in Mildura. So, jetzt gehen wir hier erstmal in den Chemist Vera Haus und dann gucken wir mal, ob wir hier was finden. Ach, die haben ja alles. Hier wird ein bisschen geshoppt. Hier ist ein bisschen was Männliches, was ein bisschen nach Holz riecht, weißt du? Holzige Seife wird hier gesucht. Probieren wir den hier. Ist es noch nicht. Oh. Ich habe noch ein bisschen nach Deos geschaut, nicht? Auch immer ganz wichtig. Wings. Guten Morgen, was geht? Na, haben Sie gute Nacht gehabt? Ja, war schön. Oh, nice. Just chilling. Oh, peace, ne? Ich bin hier am Kacki machen. Das ist so der Vibe, ne? Immer öffentlichen Toiletten so auf Klo zu gehen. Nicht so der High-End-Komfort. Aber wenn man dann eine hat, dann muss man sie auch nutzen. Man kann sich hier zum Beispiel festhalten mit links. Arsch abputzen. Schwierig. Anders? Schwieriger. Aber weiß nie. Also. So ist das Leben. Manchmal geht man aufs Klo und scheiß halt daneben. Ne? Mildura. Ein bisschen Schwimmbord, Mimbord. Kein Personal. Ist ja wie in unseren Kackhäusern. Und sonst so, Mildura, was sagst du? Einfach Weinfelder. Einfach Weinfelder, danke dir. Unterhose ist Rocktempel. Ja. Das ist sowas die perfekte Gelegenheit. Easy. Ja. Ja. Kann gut trocknen, ne? Ist immer nur nass. Park. Ich glaube, ich ziehe die an. Muss ich gedrückt halten? Hier, immer Beginner. Willkommen zu Mildura. Ja, hier wird jetzt erstmal eingekauft, nicht? Mais, sweet corn. Und ja, mal sehen, ne? Was wird heute gekocht? Das kommt hier drauf. Mhm. Fertig. Easy. White Flügel. Red Bull. Mhm. Just cooking. I'm chilling at the park. The palm trees. Ooh, so great. Yeah. So what are you doing? Working hands, working thumbs. Prost, cheers. Sieht aus wie ein Pimmel. Mixed herbs. Italian herbs. Salt and pepper. Barbecue. Wee. And a lot of rubbish. Rubbish!